Wir machen heute eine Vergleichsfahrt, eine Verbrauchsmessfahrt zwischen dem Fliegeltrailer Twin 200 und dem Standard Dreiachssattelauflieger. Die Unterschiede der Fahrzeuge sind: einmal haben wir den klassischen Dreiachssattelauflieger mit einem Gesamtgewicht am Ende von 40.000 Kilo im Vergleich zum Mega Twin Sattelauflieger mit einem Gesamtgewicht von 38.000 Kilo. Beide Fahrzeuge sind mit exakt gleichem Gewicht beladen. Das Besondere an dem Test ist, dass es bis jetzt noch nie richtig getestet wurde. Und wir sind alle sehr auf das Ergebnis gespannt. Zugmaschinen, die sind absolut identisch gebaut. Das sind zwei MAN mit 580 PS, normale Sattelzugmaschinen für den Fernverkehr. Das Gerät ist einfach deutlich genauer wie der Bordcomputer, weil es einfach direkt auf die CAN-Bus-Daten zugreift. Und damit haben wir halt genauere Vergleichswerte zwischen den beiden Fahrzeugen. So, jetzt habe ich das zweite Gerät auch mit eingebaut. Jetzt tun wir das auch nochmal nullen. Im ersten Gerät ist bereits genullt. Jetzt können wir loslegen, sind beide Fahrzeuge auf gleichem Stand. Meine Aufgabe besteht heute darin, die Kraftstoffverbrauchsmessung der Firma Fliegel zu begleiten. Zu Beginn des Tests werde ich den Tankvorgang überwachen, die Tanks danach versiegeln und am Ende des Tests werden wir das Siegel brechen und die Tanks erneut betanken und somit die Differenz der zwei Fahrzeuge ermitteln. Wir sind jetzt am Ende der Fahrstrecke, werden jetzt das Siegel des Tankes brechen und die Betankung durchführen. Ja, wir ziehen jetzt das Siegel ab. Also mein geeichtes Verbrauchsmessgerät zeigt 128,8 Liter an. Das ist identisch mit dem, was wir getankt haben. Danke. So, was zeigt denn das Verbrauchsmessgerät an bei dem Dreiachser? 138,4 Liter. Oh, annähernd identisch mit unserem. Herr Rosner, getankt haben wir jetzt, gewogen haben wir, gefahren sind wir. Wie sieht es denn nun wirklich aus? Wir haben eine Tankdifferenz bei beiden Fahrzeugen von annähernd 10 Litern, also der Twin-Sattelzug hat 10 Liter weniger verbraucht und wir haben einen Durchschnittsverbrauch abzüglich aller Toleranzen, eine Differenz von 2,4 Litern, also Twin-Sattel 2,4 Liter weniger als der Sattel mit drei Achsen. Das ist tatsächlich so wunderbar. Ja. Tja, ja, Herr Kaserer, wirklich ganz schön viel, ich hätte es fast nicht erwartet, dass so viel ist. Zumal die LKW ja identisch sind und auch mit den ganzen Assistenzsystemen die Fahrerwerte auch nahezu identisch sein müssen. Also ich bin erstaunt, dass man doch mit einer Achse weniger so viel Kraftstoff einsparen kann. Also kann man eigentlich sagen, unser Test hat das bewiesen, was wir gehofft haben, dass der Twin wirklich Sparpotenzial hat. Ne? Das ist richtig so. Das sieht so aus. Ja.